Jesus stellt das Kind in die Mitte. Nachdem er die Jünger über sein Schicksal belehrt und nachdem er erfährt, wie die Jünger unverständlich sind und einen eigenen Weg suchen, damit umzugehen und am Ende doch wieder nur bei sich selber landen, bei den üblichen bekannten Diskussionen. Jesus stellt das Kind in die Mitte. Ist das nicht zu, sagen wir, im Blick auf das Kind, zu ideal gedacht, zu romantisch? Viele von Ihnen haben sozusagen mehr Erfahrung mit Kindern als ich, wenn Sie sie zu Hause haben. Aber jeder, der mit Kindern umgeht, weiß, dass sie zuweilen zänkisch sein können und ziemlich stur, dass man sie da nicht richtig beruhigen kann. Ja, man kann so bei Kindern manchmal feststellen, dass sie sehr grausam sein können. Wenn man anschaut, was sie dann so mit kleinen Tieren, wenn sie das ausprobieren, anstellen. Meint Jesus das, wenn er das Kind in die Mitte stellt? Dann hätten wir Glück gehabt, liebe Schwestern und Brüder, weil wir sind manchmal selber so. Und dann sind wir deckungsgleich mit dem, was Jesus vielleicht gemeint haben könnte und fein. Das Evangelium als Bestätigung für unseren Mist, den wir manchmal fabrizieren. In einem sehr kleinen Büchlein hat der Priester Heinrich Spähmann, der selber Vater war, dann später Priester wurde, in seinem Büchlein Orientierung am Kinde, hat er, und das ist ein sehr lesenswertes Büchlein, sehr viele verschiedene Aspekte herausgearbeitet, was Jesus wohl am Kindsein fasziniert hat, sodass er das Kind in die Mitte stellt. Und er hat diese Aspekte ins Gespräch gebracht mit der gesamten biblischen Überlieferung, mit den anderen Stellen im Evangelium, mit dem Alten Testament, mit den Paulusbriefen. Das ist sehr lesenswert. Und es hilft uns vielleicht heute Morgen, wenn ich zwei Aspekte auswähle über dieses Kindsein. Ein erster Aspekt. Das Kind sieht uns Größere als Gabe. Es sieht nicht sich. Es weiß sich mit uns beschenkt. Es erwartet von jedem Wesen Bereicherung. Es hält sich nicht für so groß, dass es selbst eine Aufgabe an uns habe. Die Aufgabe, die es in Wahrheit an uns hat, erfüllt es wie von selbst dadurch, dass es sich uns Gabe sein lässt. Und diese Gabe erwidert es mit sich selbst. In seiner Freude macht das Kind sich uns zur Gabe. Und genau darin zeigt sich, welche Aufgabe es an uns hatte, eine größere, als irgendein Großer sie haben kann, uns zum Lächeln und zum Lieben zu bringen, unsere Kapsel zu sprengen, uns zu helfen, dass wir uns endlich ein wenig selbst vergessen. Wer kann uns einen größeren Dienst tun? Wer aufhört, so Spähmann weiter, und unsere Gesellschaft, auch die Kirche zuweilen, ist sehr in der Gefahr. Wer aufhört, Kind zu sein, sieht nur mehr Aufgaben, die er hat. Sieht nur mehr Aufgaben, die er hat. So entspricht es unserem Selbstgefühl, unserem Überlegenheitsdrang, unserem Leistungsehrgeiz. Unsere Bekehrung, dass wir uns geben lassen, bevor wir selber ans Geben denken. Seraphim von Saro, ein Starze, also ein Mönch, ein Einsiedler aus der Ostkirche, großer Heilige Russlands, begrüßte alle, die zu ihm kamen, mit meine Freude. Ein erster Aspekt. Und es gibt einen zweiten, der auch viel mit dem zu tun hat, was wir hier in der Kirche tun, mit unserem Beten. Er ist überschrieben, der Tag beginnt am Abend und greift eben auf eine Erfahrung mit Kindern zurück, die vielleicht inzwischen
wenn man so unsere Gesellschaft anschaut, wirklich schon fast als romantisch bezeichnet werden muss. Der Tag des Kindes, so Spähmann, beginnt wie der Bibel am Abend, als Erwartung eines Anbruchs. Alles kommende Licht muss erst erwartet werden. Der Abend, sein Gespräch, sein Lied, sein Gebet, befruchtet die Ruhe, den Schlaf, den Traum. So wird der Morgen des Kindes aus dem Schoß der Nacht je neu geboren, mit neuem Antlitz. Und dann führt er kritisch aus, dass wir das offenbar, diese kindliche Seite des Lebens, verloren haben oder zumindest in Gefahr stehen, das zu verlieren. Es weist auf einen tiefen Verlust menschlichen Urwissens und geoffenbarten Glaubens hin, wenn man um den unersetzlichen Wert einer gottüberlassenen Nacht nicht mehr weiß, nicht mehr recht abstehen kann vom eigenen Wissen, Wirken und Wollen, darum auch nicht mehr darum besorgt ist, dass der Abend etwas vom Sabbat habe, dass die Ruhe der Nacht einleitet und befruchtet, dass Saat aus Gott in sie hineinsät und ihr verborgenes Leben so hinüberführt in eine neue Gestalt. Wenn der Abend leer war von Sinn, nur ruhelos vertan, so ist die Nacht fruchtlos und der kommende Tag gesichtslos. Das Geschick vieler Menschentage heute ist Gestaltlosigkeit, Sinnleere. Das hat seinen Grund in der Entwertung der Nacht und dass der Tag nicht am Abend begann. Das Sprichwörtliche, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, ist viel hintergründiger, in ihm ist viel mehr Ernst und Verheißung, als man aufs Erste denkt. Es gefällt Gott, in unser Vertrauen des Ruhen hineinzugeben, was all unsere Mühen erst bleibenden Wert gibt, sowohl die Lebenskraft als auch das Wachstum jener Saat, die uns zu säen aufgegeben ist, auf das wir Frucht bringen, die bleibt. Zwei Aspekte. Der eine, ein sehr generell menschlicher Aspekt, bevor wir an die Aufgaben denken, sich als Gabe zu verstehen, sich zu öffnen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch mit Kindern Umgang haben und Umgang suchen. Weil möglicherweise nur ein Kind, das uns anlächelt oder uns in die Arme läuft, uns befreit von uns selber, von diesem Drehen um sich selbst, wie das die Jünger im Evangelium tun. Wer ist der Größte? Dieses Ranking, das wir permanent veranstalten, mit anderen und mit uns selber. Und das Zweite, darin liegt auch ein sehr konkreter Vorschlag. Den Tag wie ein Kind mit dem Abend zu beginnen. Den einen zu beschließen und den anderen zu beginnen als Erwartung des Kommenden. Damit eine Saat gesät ist, gar nicht von uns, sondern von Gott, dass etwas in der Nacht, in der Ruhe der Nacht und in ihrer Stille wachsen kann und so ein neuer Tag geboren wird. Und nicht nur ein neuer Tag, sondern ein neues Leben. Ein Leben, wie es dem Evangelium entspricht, wenn Jesus ein Kind in die Mitte stellt. Es liegt an uns, ob wir dieses Kind sehen. Und ob wir es wie Jesus in die Arme schließen, um endlich erlöst zu werden.